Zack, so schnell geht's und da sind wir wieder. Also, in der letzten Folge habe ich noch gesagt, wir machen die letzten Abenteuermissionen, beziehungsweise die letzte wäre es jetzt tatsächlich noch. Und, Pentagramm. Und das wäre die hier. Keine Ahnung, wie sie heißt. Und dann sollten wir Stufe 28 erreicht haben. Übergriff. Die Rotlegion hat sich genug von uns genommen. Und jetzt sind sie hier auf dem Mars und wollen stehlen, was noch in den Ruinen aus dem goldenen Zeitalter übrig ist. Späher haben von Aktivität in eurer Gegend berichtet. Fangt sie ab und findet heraus, was sie vorhaben. Standen, Späher abfangen. Sind die eigentlich sich nur hier rein? Ah. Hier muss ich was öffnen. Ah, okay. Das ist Kabal-Technologie hier. Oder eine Lagerstätte. Hier ist ein Schaubild. Es ist ein geplanter Angriff auf die Bray-Einrichtung. Macht euch sofort dorthin auf. Vielleicht können wir sie in Flagranti erwischen. Als ob sie das interessiert. Das sind Mörder. Das ist Krieg. Aber passt auf alle Fälle. Das goldene Zeitalter, ne? Damals noch, als die Menschen noch friedlich leben konnten, ohne dass sie gegen die Schar kämpfen mussten, die Kabale, die Gefallenen. Viel Frieden und weitgehend technologischer Fortschritt. Naja, meistens Frieden, nicht immer. Rasputin beispielsweise wurde auch im goldenen Zeitalter gebaut. Und er war nicht der Einzige, tatsächlich. Soweit ich informiert bin, gab es mehrere Kriegssatelliten, nicht nur ihn. Die Rotlegion hat Energie aus der Einrichtung gestohlen. Sie dürfen den Planeten nicht mit den Batterien verlassen. Vernichtet sie. Verstanden. Vernichten. Das setzt dem ein Ende, aber nichts hält die Rotlegion davon ab, wiederzukommen. Wenn wir an Kabal-Kommunikationscodes kommen, kann ich ein Signal an die Rotlegion schicken. Dann lockst du sie in einen Hinterhalt und stoppst ihre Operation. Ich mag, wie du denkst. Ja, die Codes sammeln. Und von wo? Von wem? Besiege. Oh, das ist Phalanx. Achso. Das sind die hier. Die sind einfach mega gepanzert, die ganzen Feinde hier. Bei den Kabalen weiß ich, dass die in so einer Rüstung sitzen tatsächlich. Und die sie dann beschützt vor dem hohen Druck, den die hier haben. Oder dem tiefen Druck, ich weiß es jetzt nicht mehr. Die halten den Druck auf den verschiedenen Planeten nicht aus, deswegen haben sie so eine Rüstung an. Und Helme und was weiß ich alles. Die sehen ja, unter dem Helm sehen die ja ganz anders aus. Ups, jetzt habe ich ihn abgefackelt. Und wo ist der letzte? Sicher wieder einer hier unten. Nur Kabale. Sieh uns. Den Namen habe ich heute echt nicht. Immer auf die Füßlein. Bei dir ist eine Schlucht, die perfekt für den Hinterhalt ist. Ich habe eine ganz besondere Überraschung für sie. Aha, ich weiß, was du machst. Ein Hinterhalt mit dem Sprengstoff. Nee, den haben wir zerstört. Also steht auch Hinterhalt, deswegen bin ich auf Hinterhalt gekommen. Locke die Rotlegion in einen Hinterhalt. Du hast den Standort der Rotlegion Landezone. Begib dich dort bereit einen Hinterhalt vor. Achso. Wir haben das schon mal gemacht, so einen Hinterhalt, ne? Mit Sprengstoff. Das war das Sprengstoff von Defrim. Von dem Scharfschützen in der ETZ. Defrim K hatte noch Sprengstoff übrig, den wir gut gebrauchen können. Alles klar. Er lässt grüßen. Warum hatte Devrim noch Sprengstoff übrig? Weil wir... Warum wohl? Wir haben ihm den beschafft, das letzte Mal. Von den Gefallenen haben wir die gestohlen. Die sahen aber anders aus, das letzte Mal.
Die sahen ganz anders aus. Das waren so gefallenen Boxen. So gefallenen Treibstoffboxen. Das hier sieht mir mehr nach Dingstechnologie aus. Kabaltechnologie. So, wie hopsen hier hoch? Bringen wir uns in Sicherheit, bevor unsere Gäste eintreffen. Zeichen an die Kabale, okay. So, schön, schön hier. Kann ich den eigentlich auch einfach sprengen? Nee, ganz witzig eigentlich, wenn er einfach gesprengt wird. Nicht wegspringen. Oh Mann. Boom, boom. I got a boom, boom, boom. So, das nächste kommt. Ich stehe hier etwas ungünstig, sehe ich gerade, weil ich einfach wenig Sicht habe, wenn die runterkommen. Ich glaube, wir haben den Boss sauer gemacht. Ein Wal. Also nicht ein Wal im Sinn von im Meer, sondern Wal. Ne? Das steht da. Das sind die Anführer. Das sind so die Big Bosse, sage ich mal. Jo, ganz ruhig. Let's go. Tot. Das sollte die Vorratskette der Rotlegion für eine Weile auf Eis legen. Exzellente Arbeit. Wir können die, die wir verloren haben, nicht zurückbringen, aber verhindern, dass die Rotlegion uns je wieder schaden kann. Wir haben etwas viel Sprengstoff jetzt hier deponiert, nicht? Oh, dann geht einfach. Ist sicher höher. Sagen wir viel? Wundervoll. Viel zu viel Sprengstoff mitgenommen. Das Gartgewehr ist natürlich tiefer. Wenn ich hochinfundieren könnte, das wäre gut. Mit dem Mod hochbringen könnte hier. Da könnte ich noch ein paar Punkte rausholen tatsächlich. Oh, cool. Ah, 3,40. Ist doch nett. Nett, nett. Hier, da kann ich noch 2 Punkte rausholen. Sind wir eigentlich jetzt schon eine Stufe gestiegen oder brauchen wir noch ganz wenig? Das frage ich mich gerade. Ja, nochmal einen Punkt rausholen. Auch wenn es nur einer ist, aber es macht schon was aus. Vielleicht schaffen wir sogar 41 noch. Nö. Boah, lol. Noch ganz, ganz wenig brauchen wir. Gibt sicher ein paar Patrouillenmissionen, die wir machen können. Irgendetwas mit Feinde töten. Mal kurz gucken, hier haben wir was. Das ist mit Feinde töten. Beziehungsweise Sachen einsammeln. Ich möchte dich bitten, ein paar Dinge für mich zu besorgen. Genau. Bock? Sonst würde ich die Mission nicht annehmen. Ich keinen Bock hätte. So, also Schartafeln. Das letzte Mal hatten wir hier oben ein paar. Die geben nichts. Vielleicht Akolyten. Okay, Akolyten sind's. Ja, dann haben wir hier hinten noch. Ist nicht wahnsinnig spektakulär, aber 28 müssen wir halt trotzdem noch erreichen. Das muss schon sein. Oh lol. Guck mal, hier kommen kleine Würmer raus. Ne? Eben, das ist der Pakt mit den Wurmgöttern. Jede Scharkreatur hat so einen kleinen Wurm in sich, der Kraft sammelt und eben Licht und alles verschlingt, was geht. Stärker zu werden. Die Leibeigenen, die zersplittern gerade so blöde, da sieht man es nicht. Ich will das nochmal sehen. Komm, zeig mir nochmal so einen Wurm. Das ist
ist ungünstig gerade. Wow. Komm, du. Dich erschieße ich. Zack. Hier ist keiner rausgekommen. Aber der hat man vorne hat man den ja gut gesehen, ne? Hier, da ist einer. So richtig klein und hässlich. Die gibt's scheinbar auch in groß. Boah, ich will nicht nachladen. Dieser Nahkampf wieder, Mann! Hier doch. Was ich mich frage, ist, ob das sich bei einer Hexe unterscheidet, ob das anders aussieht bei einer Hexe. Hast du auch einen Wurm in dir? Ja, hier. Aber gleich hässlich, das Ding. Stirb. So, eine noch. Wo ist jetzt hin? Ah, hier. Manchmal kommen Würmer raus, manchmal nicht. Noch nicht ganz verstanden, wann, was, wie. Ja, hab's noch gemopst. Die geben ja keine. Und vielleicht habe ich Glück, es gibt trotzdem eine. Nö. Nicht für mich. Ja, yeah, wir sind gestiegen. Mal ohne Mission sogar. Ich schicke alles sofort zurück. Subi. Also, das heißt, wir können die Kampagne weitermachen. Das ist ein bisschen gedauert, aber weiter geht's. Also, das Event lassen wir sein. Wir positionieren uns hier oben. Dann haben wir schöne Sicht auf alles. Und in der nächsten Folge geht's mit dieser Mission da weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann.